So. Ja, klar. Salem, du nervst. Nein, 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 nein. Jetzt können wir wieder weitermachen. Weil ich will erstmal. Lauert im Getreidefeld. Wählt euren Weg mit Bedacht und trödelt nicht herum. Irgendwo. Soll ich jetzt weiterkommen? Irgendwo ein Zahnrad geben. Fehlt ein Teil. Dieses Wunder der modernen Landwirtschaft hat ein Zahnrad verloren und steht seitdem still. Ein Zahnrad verloren, ja. Ich muss aber jetzt mal da hochkommen, oder nicht? Durchkommen. Ich weiß nicht mehr, wie es war.
Okay, das ist nur das Schild. Noch schon irgendwie hin. Ah! Okay, das haben wir schon mal. Wir haben ein Kupferschild gefunden. Dann sind wir schon mal hier oben. Jetzt brauchen wir nur noch das Zahnrad. Wo das ist, weiß ich nicht. Hat irgendwas mit den Heuhaufen zu tun. Irgendwas. Nein, 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 nein. Lass mich raus. Okay. Hier ging's jetzt ja nur zum Ausgang. Tod lauert im Getreidefeld. Wählt euren Weg mit Bedacht und trödelt nicht herum. Ja. Aber wie komme ich da? Habe ich doch davon irgendwas übersehen. Befürchte es ja fast. Wir gucken einfach nochmal. Autsch. Weil ich befürchte, dass wir das sowieso nochmal neu machen müssen. Gegen eine Vögel. Okay.
Ah. Wir haben's. Hier raus. Da warten wir. Jetzt keine Fehler machen. Rein. Und Inventar. Tada. Wir haben es endlich. Einmal kurz volles Leben hier auskosten. Ich zwar nicht. Wir haben ein viertes. Und nun gilt es daran, die letzten Vogelscheuchen. Zu zerkleinern. Mal. Das hatten wir doch. So. Damit hätten wir doch das und dürfen uns jetzt den Kelch holen. So, perfekt. Shit. Jetzt dürfen wir dieses ekelhafte Feld auch endlich verlassen. Oh, da war der Ausgang. Ich bin nur froh, dass wir jetzt wenigstens noch ein viertes Fläschchen haben. Weil wir wenigstens ein bisschen mehr leben. Jetzt hier durch. Ach, das grüne Neuner.
Aua. Also, mit dir haben wir ja schon gesprochen. Puh, krieg ich durch. Also, wie das. Pickel. So, wir können erstmal hier noch kaufen. So. Und jetzt müssen wir nach da hinten hin. Wir haben schon 5 Kelche. Es wird immer leichter, die umzuschmeißen. Fortescue, ihr kennlose Zielscheibe. Was macht ihr denn hier? Was? Nennt mich Mr. Bogen, der Mächtige. Gellomir kann einem nur leid tun. Schon wieder liegt sein Schicksal in den Händen eines Hohlkopfs wie euch. Aber das arme Volk kann ja nichts dafür. Also nehmt mein Schwert. Aber rammt es euch möglichst nicht in den Fuß. Ich halte ja nicht viel von euch, Fortescue. Ihr seid einfach nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt. Ja, wir haben das Breitschwert. Endlich. Schön. Wirklich schön. Ist aber doch gar nicht mehr lange, bis wir noch rum dürfen, glaube ich. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz in unser Büchlein gucken. Dulcatura. Diese furchterregende Schlange wurde im Auftrag von König Peregrin in eine winzige Truhe gelockt und darin eingesperrt. Muss wohl eine magische Truhe gewesen sein bei einer so riesigen Schlange. Jedenfalls glaubte der König, er hätte die böse Schlange von Gallomer eingekerkert. Doch in Wirklichkeit hatte er nur den wohlgesonnenen Schlangengott Kulkatura erwischt. Katura hält bestimmt eine Umarmung für den bereit, der ihn befreit. Und eine noch festere für deren Feinde. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Haben wir. Diese gefürchteten Getreideschleicher sind lautlos, absolut unsichtbar und 100% tödlich. Und außerdem die billigste Lösung, die einem Videospielentwickler in Zeitnot einfällt, um den Spieler von dort fernzuhalten, wo er nicht hin soll. Yippie. Ja. Das sind Vampir-Fledermäuse. Eigentlich nur Fledermäuse, aber sie beißen. Irgendwie vampirisch. Ja, okay. Er kann das Schwert kaum halten, habe ich so das Gefühl. Ja. Wir verlassen den Heldensaal. Und jetzt ist die Frage. Ich hin. Also. Da war ich schon mal. Als ich das letzte Mal gespielt habe. Da war ich, glaube ich, noch nie. Zaubererde. Weiß es nicht. Frage aller Fragen. Ich wäre ja fast für dieses Kürbisfeld. Auch nur fast. Wir nehmen das Kürbisfeld. Wir nehmen das Kürbisfeld. Oder die Kürbisschlucht ist es ja. Schauen wir doch mal. Hier kommen also alle die leckeren Kürbisse her. Vielleicht mögen sie euch ebenfalls. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und weiß es nicht.
Ob ich das Level so besonders mochte. Nein, ich mochte es nicht. Ich kann mich erinnern, was es war. Neuer Eintrag. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Cool. Ich weiß auch nicht, warum die Prozentzahl von dem Schwert runtergeht. Ach. Leuchtet's. Ah, das Schwert verzaubern. Wir können es jetzt also auch verzaubern, okay. Das kenne ich noch gar nicht. Jetzt mit Magie. Sehr interessant. Ach, und hier sind wir vorher reingegangen. Okay. Warum mochte ich dieses Level doch? Ah, das ist ja ganz angenehm. Huch. Könnte man früher sein Schwert auch verzaubern? Ich überlege gerade. Okay. Bevor wir da lang gehen, möchte ich tatsächlich nochmal zurückgucken. War hier in das. Achso, da komme ich gerade nicht durch. In die andere Richtung gehen. Bis da ja auch noch einen Ausgang gab. Da wäre einer aus. Die Anna war, weiß ich nicht. Nein. Okay. Tada. Und wir haben es nochmal verzaubert. Sehr cool. Ich weiß noch nicht, wie viele Level ich heute noch mache. Auf jeden Fall noch.